Die Sanktionen haben ein klares Ziel, Russland dazu zu bewegen, diesen Krieg zu beenden und seine Truppen wieder zurückzuziehen. Verboten werden Lieferungen mit Öltankern. Sie machen rund 70% der Importe aus. Der Rest kommt über die sogenannte Druzhba-Pipeline. Deutschland und Polen versprechen, zum Jahresende auszusteigen, wäre nochmal minus 20%. Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Bulgarien dürfen aber weiter Öl aus Russland beziehen. Doch genau diese Ausnahmen und das knallharte Feilschen Ungarns sorgen für Kritik. Orbán, schade Europa, findet der deutsche Wirtschaftsminister. Dass Viktor Orbán das einfach als Dealmasse nimmt, bei all dem, was wir uns verpflichtet haben, jeweils zum Wohle unserer Bevölkerung und des Landes zu leisten, das ist ein Missverständnis dessen, was ein Amtseid in dieser Zeit bedeutet. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Ich schwöre es. Bei all dem, was wir uns verpflichtet haben, jeweils zum Wohle unserer Bevölkerung und des Landes zu leisten.